Sprich du ihn doch mal an. Mach ich. Trau mich. Dann komm ich mit. Willkommen zurück. Wir haben nach der etwas chaotischen Open World Mission jetzt wieder eine Story Mission. Protonenbomben in den Straßen um den Jedi Tempel herum platziert. Du musst sie finden und entschärfen, aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Oh oh. Oder auch nicht. Warte mal. Die erste Protonenbombe, wo mag die sein? Oh, schau mal, die ist da unten. Ich aktiviere meinen Fahrstuhl. Hey. Und lass dich oben stehen. Ah, hier, okay. Jetzt wäre so ein Fahrzeug cool. Oder mal geschmeidig die Macht einsetzen, wisst ihr? Zack, so geht's. Und? Kann ich jetzt hier. Ich glaube, man muss erst mal die Soldaten zerstören. Gut gemacht, aber da draußen sind immer noch zwei Bomben. Ach so. Das ist aber ganz schön knapp, die Zeit. Ja? Ja. Ja, wir sind jetzt schon bei. Ach nee, ach man hat für jedes 2 Minuten Zeit, okay. Dann geht's noch halbwegs. Was ist hier unten? Ja. Wo ist die Bombe? Hier. Komm mal. Ah. Warte. Was levelst du da die ganze Zeit hoch? Schnell, finde die letzte Bombe, bevor sie explodiert. Ah, wir können hier rüber. Ich mach ja. Schon. Ich mach schon. Schnell aufstehen. Oh, das sind 2 von den schweren. Ha! Gut, dass es mit diesem Dash-Angriff dann geht, wenn es mal geht. Oh, hab ich nicht erwähnt, dass ich ein Jedi bin? Zack. Zerstören wir die Bombe. Das war die letzte. Genau. Bewohner von Coruscant werden dir ewig dankbar sein. Die Tech-Zitadelle hat viel aus dem Speicherkern des Droiden erfahren, den du auf Geonosis geborgen hast. Ah, Rat der Jedi. Okay, cool. Deine nächste Mission erhältst du vom Rat der Jedi. Dürfte kein Problem sein. Na cool, jetzt können wir quasi wieder in die normale Geschichte einsteigen. Du kannst mich aber erst wiederbeleben. Oh, Moment. Warte mal, ich probier's nochmal mit dem. Ah, ne, es geht jetzt gerade nicht, siehst du? Kann ich gerade nicht steigern. So läuft das, wenn er Jedi eine Sache übernimmt. Oder so. Ich möchte keine bin eh jetzt im Rad der Jedi gleich oben. Ja, dann mach das ruhig. Ja. Boah, ich werde hier eh ganz schön zerhauen. Boah. Ich bin gespannt, falls wir jetzt in der nächsten Mission auf einen anderen Planeten fliegen, wäre ich dann mal emotional so weit, dass ich sagen würde, ich nehme eine andere Spielfigur. Kann ja dann nichts, oder? Ja, das ist ungefähr so wie jetzt, wenn ich sie steuere. So. Die kann dann auch nichts. Ja, von Level 9 auf Level 0? Hm. Wobei wir ja schon ein paar Figuren haben noch, auf denen schon ein bisschen Skills drauf sind. Kannst du mal eine von denen probieren. Zum Beispiel den Meister Yoda noch. Vielleicht ist der ein bisschen gelevelt. Oh ja. Oh ja. Aber ich glaube, unsere Mitarbeiterin Ann-Kathrin, die mochte den Yoda nicht so gern und hat den dann gerade nicht gelevelt. Aber diese Lady vielleicht. Der Name ja, Ahsoka. Das Dumme ist, die stehen jetzt dummerweise so weit weg, dass ich da gar nicht reinkomme, oder? Aber du hast das lange könnte, Kabel. Du könntest vielleicht hingehen. Kurz aufstehen. Das ist der Wahnsinn. Aber erstmal muss ich meine Punkte investieren. Oh, ich habe so 7 Punkte noch. Ist ja geil. Spezialmove. Ja, dann investiere ich auch. Den benutze ich aber kaum. Verblüffungsstufe 1. Hä, Moment mal. Um Hilfe rufen. Du könntest mich mal wiederbeleben kurz. Dann kann ich nämlich auch aufleveln. Ach so. Na, schau mal, ich lieg da. Oder warte mal, ich mach mal Kontrollpunkt Rückkehr. Oder so. Das war einfach. Mhm. So, was kann ich denn machen? Ich kann hier mich in der Luft schon zu erholen. Hier gegenseitig wiederbeleben. Ja Gott, so oft sterben wir auch wieder nicht. Bin da immer so ein bisschen bei diesen Wiederbelebt-Geschichten. Hm. Und immer noch mehr Schaden. Ich probiere jetzt einfach mal das mit dem Blocken. Ach so, der Macht-Todesstoß, den muss ich mir jetzt auch mal kaufen.
Blasterschüsse zurückwerfen. Nee, da gucke ich lieber, was hier noch geht. Was geht denn hier noch? Jetzt schauen wir mal. Also, ich kann hier noch. Kann ich mehr Objekte? Ja, hier damit. Beziehungsweise größere Objekte, oder? Um die Größe der von Anakin geworfenen Objekte und der von ihnen verursachten Schaden zu steigern. Ja, das finde ich gut. Oder wird es wahrscheinlich noch stärker? Ja, nochmal mehr Stärke und hier nochmal ein zusätzliches. Nee, fühlt sich schneller. Okay, Level 1. Okay, diese Auflevelpunkte sind über andere Bäume zum Teil. Okay. Schadensupgrade. Reicht nicht mehr. Reicht nicht mehr. Und was ist hier? Oh, eine durchbrechende Combo. Das können wir mal fürs nächste Mal merken. Nehme ich mit. Ich habe da auch eine, aber ich vergesse es im Kampf immer, dass ich die hier benutzen kann. Geht mir aber auch so. Die mit so einem. So eine Denkpause. Ja. Ach, dann hast du die schon. Also ja. Angriff drücken und dann kurz Pause und dann nochmal irgendwie Angriff. Oder zweimal sogar Angriff. Jetzt habe ich den Aufzug geklaut. Sehr schön. Wie würdevoll er dasteht. Ja. Immer. Vor allen Dingen, wo er gerade weiß, was er seinem ehemaligen Schüler angetan hat. Du warst mein bester Freund. Ah, du bist wieder da. Gut. Unsere Slicer aus der Tech-Zitadelle haben den Speicherkern des Droiden analysiert. Was sie entdeckt haben, ist besorgniserregend. Wie es scheint, verfügt TD-54 über einen kompletten Satz an Steuerbefehlen für die Kampfdroidenfabrik auf Geonosis. Jemand hat sie benutzt, um eine neue Armee aus Kriegsmaschinen zu errichten. Der Jedi erwartet, dass ich mit einem Bericht. Die Identität dieser Person war defekt und verloren. Wir wissen nicht, wer diese Kampfdroiden haben wollte oder wohin sie gebracht wurden. Unser einziger Hinweis ist der Name des vorherigen Besitzers von TD-54, Jabba der Hutte. Ui, geht es nach Tatooine? Der Bandenchef der Hutten lebt auf Tatooine. Du musst dorthin reisen und herausfinden, was er weiß. Gern geschehen. Begib dich zur Landezone, um ein Schiff zu sichern. Jetzt habe ich aber den Vorteil, dass ich schon weiter bin. Lass mich raten, du hast mich taktisch unten stehen lassen. Nö. Dass ich jetzt hier schneller zum Ausgang kann. Zack. Jedi-Tempel verlassen. Du auch. Sehr gut. Können wir schauen, vielleicht haben wir inzwischen noch ein anderes Schiff. Was hatten sie denn zu der Zeit sonst noch so? Hatten ihre kleinen Jedi-Gleiter, die... Die Prinzessin hatte ihren komplett versilberten Silver Surfer-ähnlichen ihr Landungsschiff aus Episode 1, wo sie auch auf Tatooine ja gestrandet sind mit dem Ding. Das sah ja so ein bisschen aus, als wäre es das Raumschiff vom T-1000. Ja. Hier gibt's was. Sternenkarte. Warte mal ganz kurz. Tatooine. Ah, guck mal hier. Gibt es zumindest zwei Schiffe. Wohin geht's? Tatooine. Hey. Ja. Bevor der X-Wing ein X-Wing wurde. Das ist wahrscheinlich Quatsch, stammt bestimmt von einer ganz anderen Fabrik. Ist das eigentlich bekannt, wer die denn so baut? Ja. Stimmt, oder natürlich. Also diese ganzen Herstellungsgeschichten auch von dem, wie heißt denn der X-Wing-Vorgänger? Z-75 oder Z-95 oder irgendwie? Z-95 war der? Mhm. In irgendeinem X-Wing-Spiel konntest du den auch spielen, ne? Mhm. War der mit drin? War es nicht sogar im allerersten? Nee, da war er, glaube ich, noch nicht drin. Da waren tatsächlich nur A-Wing, Y-Wing und X-Wing und mit dem Add-on kam mit dem B-Wing. Alliance. Das kann sein. Der hieß irgendwie auch Hunter, ne? Weiß ich nicht.
Oh, schau, meiner hat schon den. Jetzt im All? Meiner hat schon den Hyperraumantrieb. Den Planeten Tatooine. Diese Welt ist dem Hutten-Kartell unterstellt. Also sei auf der Hut. In deinem Sektor befinden sich eine Gruppe separatistischer Vulture-Droiden-Sternenjäger. Greif ein und vernichte sie. Ach guck mal, man kann doch ein Looping machen. Jetzt wird einem das beigebracht. Ich wollte es in der letzten Phase schon gerne wissen. Boah, ist ja geil. Zwei mit den zwei Lasern. Cool. Guter Schuss. Dieser Sektor ist jetzt sicher. Wir haben einen Notruf von einem Frachter ganz in der Nähe erhalten. Er wird von Vulture-Droiden angegriffen. Gehe dazwischen und verteidige das Transportschiff. Also wenn es ein einzelnes Transportschiff ist. Das ist der große hier. Da freue ich mich ja schon so drauf auf das Wiedersehen mit den X-Wings. Also einfach wieder dieses... Boah, geil. Der schießt mit seinen Turbolasern. Der große. Einfach mit diesem alten, kantigen Design wieder. Bin mal gespannt, wie sie die neuen Sachen so aussehen lassen. Bisher fand ich es ja ganz gut. Ja, total. Auch die Helme von den Stormtrooper, die neuen und so. Auch der BB 88 oder wie der heißt. Der letzte Vulture. Du hast das Leben aller an Bord dieses Schiffes gerettet. Wie heißt denn der nochmal? BB-8. BB-8, so. Sieht super cool aus. Also dieses komische, was so ein bisschen aussieht wie wie so ein Sandgleiter. Also ganz bulliges, also wie so ein super bulliges Motorrad mit einem riesen Motor vorne dran. Sieht auch voll cool aus. Dann gehen wir mal runter, oder? Ja, landen wir mal? Wie? Müssen wir einfach auf den Planeten zufliegen. Einfach jetzt hier, du drückst einfach hier aus dem Menü landen. Achso. Hoffentlich kommen dann jetzt bald wieder coole einzelne neue Star Wars Spiele mit den neuen Sachen. Also neue Geschichten. Ob die cool werden, werden wir dann mal sehen. Mal gucken. Dieser Planet mag weit außen am Rim liegen, aber der Jedi-Orden muss ihn beschützen. Achte auf jeden, der dich um Hilfe bitten könnte. Da ist hier schon mal einer. Der Bandenchef Jabba der Hutte ist hier auf Tatooine. Er war der letzte Besitzer des entdeckten Droiden. Er muss wissen, warum er auf Geonosis lag. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Oh, warte mal, hier hinten ist aber auch die richtige Mission. Ah, okay. Warte mal. Sofort. Ach, irgendwas mit Statuen. Der Huttenpalast. Jetzt wollen wir erstmal eine Kiste von den Separatisten wieder zurückholen. Damit uns hier diese Viecher reinlassen. Jetzt wusste ich zum Beispiel nie, wie die heißen. Diese komischen Schweinchen. Gamorreaner, das weiß sogar ich. Echt? Ja. Das wusste ich nicht. Und wie heißen die? Aliens. Sehr gut. Nee, gamorreanische Wache. Manche Feinde können abwehren und ausweichen. Oh, was haben die denn für krasse Schwerter? Siehst du das? Nee. Ah, doch, ja. Diese Feuer-Energie-Schwerter. Oh, warte mal, komm hoch. Wie wär's mit einer echten Herausforderung? Guck mal, hier sind die, kann man die Landebuchten sehen. Hm. Geil. Ach, hier ist eine von diesen Rückenstatuen. Dann später haben sie doch in der Special Edition haben sie doch die Outrider auch eingebaut. Das Schiff von Shadow of the Empire. Boah, das weiß ich nicht mehr. Also Spiel Shadow of the Empire sagt ja noch was, oder? Ja, mit Dash Vendor. Genau. Der hatte ein Schiff und die hieß die Outrider.
Und die haben sie über Tatooine in der Special Edition fliegen lassen. Achso, das ist wegen dieser Statue, der jetzt die Nebenmission noch aktiviert. Du kannst sie einfach zu den Gelben bringen. Ja, was muss ich denn hier machen bei der Statue? Hast du die Kiste? Achso, ich muss dann Hutten rausschnitzen. Nee. Achso. Das ist ja süß. Warte mal, ich hole die Kiste mal nochmal. Die war auch hier irgendwo, der ist jetzt verschwunden. Ja, ich glaube, die hast du jetzt weggeschmissen, dann ist sie verschwunden. Na toll. Eine schlaue Kiste. Scheibenweltkiste, die läuft von alleine nach Hause. Hm. Sieht aber gar nicht aus wie der Eingang vom Palast. Okay. Jetzt gibt's hier kein Problem. Bist du da schon? Warte, ich bin noch am Bildhauen. Wie viele Leute wollen denn... Ach, jetzt haben sie die Tür aufgemacht. Ja, cool. Schau mal, da mal rein. Jabba-Geplappe. Schau mal, jetzt kommt ein Han Solo. Aber wir könnten jetzt theoretisch auch Han Solo spielen. Aber der würde doch da nicht reinpassen. Naja gut, man weiß ja nicht, was er da gemacht hat, ne, zu der Zeit. Aber es soll ja vielleicht, das soll ja vielleicht dann der Film erklären. Aber der muss ja dann voll jung sein. Soll er auch, soll einen jungen Han Solo spielen. Cool, stimmt, Chris Pratt. Das ist immer Chris Pratt. Jikum Jidaisi Windi du insta tunsta. Diesen Druiden wir untersuchen? Er hat einst dir gehört. Vielleicht kannst du erklären, wie er in einer Separatistenbasis auf Geonosis gelandet ist. Na gut, wie wär's mit einer Wette? Wir Jedi sind gute Pottrenner, wie sie Bulba weiß. Wie wär's mit einer Revanche? Wenn wir gewinnen, erzählst du uns von dem Droiden. 4 neue Sklaven für den Markt. Was? Chuba Wantano Bargon. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl dabei. Cool. Podracer. Super, Anakin. Clever gemacht. Das muss irgendwie in der Familie liegen, oder? Dass sie da, wenn sie mit Jabbas in Verbindung kommen, oder mit Hutten, so rum, dass die dann immer auf so bescheuerte Ideen kommen. Ja. So, jetzt möchte ich mal diesen Doppelschlag noch haben. Dann kann ich den noch steigern. Ich lade sie ein. Boah, das ist ja alles viel zu kompliziert mit den Kombos und so. Ach, ich wollte doch Yoda spielen. Ich habe ganz vergessen. Mist. Ich habe Yoda vergessen. Kannst du jetzt noch machen. Soll ich die mal austauschen? Ja, wieso nicht? Schwupp. Warte mal, ich bin mal hier zurück. Ha. Und dann kommt Yoda hier raus. Jetzt habe ich auf einmal... Ah, nee, doch nicht. Warte mal. Mach so. Besitz schneller gehen, oder? Teilen. Gratuliere. Diese Disney-Infinity-Figur ist jetzt mit deinem Profil verbunden. Da ist er. Kann halt nix. Ja, jetzt gucken wir mal. Moment. Achso, er ist ja tatsächlich jetzt Level 1. Er kann nix. Ja, ist egal. Er ist Yoda. Der wird schon ein bisschen Erfahrung mitbringen. Das wird schon hinhauen. So. Ob er jetzt gleich in das Podracer reingeht, oder? Das müssen wir erst hinlaufen. Ah, okay, alles klar. Na gut, dann machen wir das in der nächsten Folge. Bis denn. Ciao. Ciao. Neuen Herausforderungen ich mich stelle.